Und am Schluss wird ihm aber die Einteilung, meines Erachtens eine katastrophale Einteilung zum Verhängnis. Er stellt den besten Mann auf den Platz und zum Dank geben sie ihm im sechsten Gang der Fabian Kindlimann, so ziemlich der unförmigste in der ganzen Nordostschweiz. Oder? Nicht in der Ostschweiz. Ja, nein, aber das war doch eine Sauerei von der Einteilung. Das machst du doch einfach nicht. Heisst der grösste Königsaspirant der Nordostschweizer plötzlich nicht mehr Samuel Giger, sondern Werner Schlegel? Diese und andere heisse Fragen diskutieren wir heute, wie immer, am Montag mit dem Schwingerkönig von 2001, Nöldi Vorher. Guten Tag, was lachst du so dumm? Einfach, ich bin einfach gut drauf. Ja, okay, schönen gut. Tag bis jetzt. Können aufstehen und arbeiten, tipptopp. Wir diskutieren heute in erster Linie über das Nordostschweizerische, wo ein grosser Name gefällt hat, der Fabian Studemann. Als ich dir am Freitag gesagt habe, dass er am Donnerstag aufgrund einer Grippe abgesagt hat, hast du das nicht wirklich nachvollziehen können. Wieso nicht? Ja, am Donnerstag ist ja drei Tage vorne, also wegen der Grippe. Hätte ich es gefunden, hätte ich jetzt, wäre ich gleich schwingen. Aber eben, ich sage, das ist eben die Wandlung vom Schwingen. Der mediale Druck, der immer grösser wird. Und darum hat man dann halt eben auch mehr Absagen, weil wenn man nicht ganz hundertprozentig fit ist, ja, dann kommt man dann eben gerne dann nicht schwingen. Das ist dann schade. Gut, du weißt ja logischerweise nicht, wie schwer dass der Fabian Staudenmann wirklich krank ist. Es ist ja möglich, dass er irgendwie 43 Grad Fieber hat und dann kann man ja sehr wohl am Donnerstag absagen. Ja, da gebe ich dir recht, also wenn es dann so schlimm war. Ja, eben darum, ich habe gesagt, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, ist jetzt ein bisschen gern früh, jetzt schon zum Absagen, aber ja. Gut. Wenn er so viel Fieber hat, ist es so, ja. Reden wir über die, die geschwungen haben am Sonntag. Werner Schlegel nach dem Schwarzen triumphiert er auch am Nordostschweizerischen. Die Clubkollege, wo du mir ja mal gesagt hast, du glaubst nicht, dass du eines Tages Schwingerkönig werde. Hohoho, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist noch viel zu früh, ihn jetzt da schon als Schwingerkönigsanwärter anzujubeln. Das war vor etwa zwei Jahren und habe ich gesagt, immer schön den Ball flach behalten und jetzt hat er einfach immer noch ein Säckchen dazu und noch ein Säckchen dazu und heuer habe ich gesagt, hey, er hat einfach noch eine Schippe draufgelegt und jetzt muss ich wirklich sagen, also er ist brandgefährlich und er kann einfach jeden nehmen. Er hat bewiesen, indem dass er unangenehme Gegner genommen hat und größere Gegner, also wo ihm früher in der Rennen Mühe hatte mit den grossen gewachsenen Gegnern, und der Walter Adrien hat er gewonnen. Also, ja, einfach nochmal Chapeau. Samuel Giger hat ja auch schon x-mal bewiesen, seine überragende Stärke. Am Sonntag hat er aber für sein Verhältnis einen schwachen Tag eingezogen. Drei gestellte, Schurtenberger gestellt, den er sonst immer genommen hat, der Mittelschwinger Andi Signer gestellt und dann noch der Damian Ott. Was war los mit ihm? Ja, das war jetzt vielleicht genau das. Er war nicht hundertprozentig fit. Es muss eine Eigensteile haben gefehlt. Wieso weißt du, dass er nicht hundertprozentig hat? Hat er dir das gesagt? Oder was? Nein, ich stelle mir vor, jeder hat einmal einen Scheisstag. Da hat man beim Arbeiten auch so. Und eben, ich sage, wenn er jetzt etwas gehabt hat, nicht ganz fix ist, er geht genau gleich schwingen. Das ist eben, darum sage ich, die Kehrseite der Medaille. Die Medienpräsenz ist so gross, wenn jetzt einer nicht Top-Leistung abrufen, eben wird schon spekuliert, ja, eben die Sponsoren, der Druck ist zu gross und keine Ahnung was. Ja, es ist einfach ein Scheisstag. Moment, jetzt aber nicht. Der Giger hat in diesem Jahr auch relativ lang nicht geschwungen, weil es offenbar so schlimm um seine Schulter gestanden ist und ist dann nachher auf einen Stoss gekommen. Ja, aber das ist eine Verletzung. Ja. Ich sage, es gibt noch andere Gründe, eben irgendwo. Ja. Aber es ist ja möglich, dass es bei ihm auch nicht so dramatisch war, wie er es dargestellt hat. Ist möglich, das weiß ich, ich nicht. Ja, da gebe ich dir recht, das weiß ich nicht. Ja. Aber eben, er hat jetzt einfach einen Scheisstag gehabt und ich glaube aber, dass er nächstes Mal wieder topfit ist. Und ich hoffe. Ich habe es vorhin gesagt, er hat den Andi Signer gestellt. Für mich der Mann des Tages quasi. Ich meine, er ist knapp 1,80 gross, 40 Kilo leichter als der Giger. Kann der stellen? Der Samuel, pardon, wir haben vorhin wieder einmal Sammy gesagt, solltest du einfach wirklich auch dran halten, es ist der Samuel Giger. Solange von der Tribüne noch einmal Sammy gerufen wird. Nein, aber sensationell, dass der Signer in der Lage ist, den Samuel Giger zu stellen. Und am Schluss
würde ihm aber die Einteilung, meines Erachtens eine katastrophale Einteilung zum Verhängnis. Er stellt den besten Mann auf den Platz und zum Dank geben sie ihm im sechsten Gang der Fabian Kindlimann, so ziemlich der unförmigste in der ganzen Nordostschweiz. Oder? Nicht nur der Ostschweiz. Ja, nein, aber das war doch eine Sauerei von der Einteilung. Das machst du doch einfach nicht. Ja, man muss aber auch sehen, ich habe im Nachmittag schon gesagt, im vierten Gang hat er einen relativ posturlich noch geringeren Gegner gehabt, als er selber war. Und dann hat er wirklich er nicht können gewinnen, nicht einmal an den Rand der Niederlage gebracht. Er ist posturlich praktisch allen unterlegen, der Andi Signer mit seinen 77 Kilo. Da war noch mal einer, der jetzt auch nicht eine riesige Postur hatte. Und nachher habe ich hier gesagt, eben da sieht man jetzt, er stellt den Sammy Giger. Der Samuel Giger. Und dann nachher kann er so einen, den er jetzt müsste nehmen, nicht nehmen. Und dann eben, der hätte er ganz klar müssen nehmen, ist ein Gegner für ihn. Und dann ist es halt genau so, wenn du auf dem Programm oder besser gesagt auf dem Notenblatt, ein schlechtes Notenblatt hast, dann hast du fast schon manchmal in 6 und wirklich auch nochmal einen, der dann halt nicht passt. Und der hätte es, ja, gerade der Kindlimann hätte es schon nicht müssen sein, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, er hat halt, du kannst nicht einen belohnen, nur weil er einfach einen guten Gang hat. Aber wenn noch einen Schießgang. Aber im Nordostschweizer Verband muss man ja froh sein, oder, wenn man so einen hat, wo jeder kann stellen, oder vielleicht sind die am Eidgenössischen in Mollis dankbar, oder wenn der den Studenmann aus dem Rennen nimmt, oder. Und darum sollte ja solche wirklich belohnen, oder. Und ich bleibe dabei, finde das nicht okay, was man mit ihm gerade ohne Kranz hat müssen, oder. Eben, aber man muss immer den ganzen Tag anschauen. Ja. Und am Nachmittag hat er wirklich einen gestohlen, wo er ganz klar eher klasse besser war, wo er müsse nehmen und dann hat er dann auch gestohlen. Und ist mir auch schon so gegangen. Dann habe ich am Schluss einfach auch nochmal einen Rechter gefasst, wenn ich den Tag durch den Seich gemacht habe. Mit dem Unterschied, dass du nicht 77 Kilo bist, sondern 145. ja, 145, danke vielmals. Das ist der grosse körperliche, ein bisschen andere Liga. Also, ja. Wir haben relativ viel Fehlurteil von Kampfrichter an dem Nordostschweizerischen. Das krasseste war sicher der Gang gewesen. Dominik Schneider gegen Andreas Döbeli. Wir schauen es uns dort schnell an. Ich glaube, brauchen wir nicht diskutieren. Also der Schneider war dort auf dem Buckel. Ja, da haben wir von der Tribüne, aber ich glaube vor unserer Tribüne gewesen. Der Platz. Und dann haben wir schon das Gefühl, da ist jetzt wirklich unten gewesen. Und die Fernsehbilder. Ja, nach den Fernsehbildern muss man auch sagen, der war jetzt ganz klar drin. Aber ich weiss nicht, ja. Gut. Was kann ich kann es auch hier nicht sagen, was genau. Die Sonne hat ja nicht so stark geschonen. Also geblendet hat sicher nicht. Also, ja, das ist jetzt wirklich ein krasses Fehlurteil. Gut, jetzt kann man beim Dominik Schneider, der ja dann nachher im Schlussgang war gegen Werner Schlegel, kann man sagen, es ist ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ich mag mich an ein nordostschweizerisches erinnern. In Hallau war das, glaube ich, wo er den Armand Norlik im Schlussgang eigentlich auf dem Buckel hatte. Und sie haben ihm das Ergebnis nicht gegeben. Und letztes Jahr hat er auf der Schwägalp gegen seinen Bruder den Schlussgang verloren, der für einen Moment keinen Griff hatte. Also sagen wir jetzt einmal. Ja, das eine oder andere Mal hat er ganz sicher schon Pech gehabt. Für ihn tut es mir wirklich leid, also wenn er so viele Schlussgänge gemacht hat. Ja. Lass uns zum Abschluss noch schnell über einen musikalischen Akt diskutieren. Kurz vor dem Schlussgang. So hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat eine Band aus der Region verpflichtet, die das Schwingerlüt intoniert hat. Ich habe heute viele negative Kommentare über das gelesen. Ich habe das super gefunden. Ja, also über das Lied oder über Musik lässt sich, ist Geschmackssache, aber lässt sich streiten. Den Zeitpunkt habe ich nicht ganz gut gefunden, weil das haben wir früher schon erlebt, dass vor dem Schlussgang, du hast dich auf den Schlussgang vorbereitet und dann auf einmal hat der Speaker gesagt, ja, es kommt noch irgendwie der Jodelclub, der noch 3 Lieder zum Besten gibt. Und du bist eigentlich schon parat, bist schon warm und dann musst du noch warten. Also mich hat's schon gestört, aber ich war früher nie wahnsinnig nervös gewesen, aber mein Gegner ist noch viel nervöser geworden. Und das war jetzt genau auch so gewesen, vor dem Schlussgang noch so etwas machen. Der Zeitpunkt hat mich ein bisschen ungünstig, also nein, hat mich fehl am Platz, ich bin ehrlich, ja, hat mich fehl am Platz. Aber jetzt sind wir ja alle, verfolgen wir im Moment die Fußball-Europameisterschaft, wo es Usus ist, wo vor dem Match Nationalhymne gespielt wird.
könntest du auch sagen, oder? Das ist ja für die unglücklich, oder? So kurz vor dem Anspiel, dass du normal 2 Minuten musst herstehen. Und am weißen Stein schwingen die Spiele übrigens auch die Nationalhinde im Schwingen vor dem Schussgang. Dann weißt du es. Ja, hier ist es ja sicher auch gewusst. Nein. Ja, aber dann ist schlechtes Coaching, Betreuung. Früher hast du es auch nicht gewusst, dass vor dem Schlussgang noch ein Jodelier kommt oder so. Da haben sie irgendwann angemerkt, dass es nicht schlau ist, weil wir es gesagt haben. Moment, das ist im Festführer-Ding gestanden oder im offiziellen Protokoll. Ja, wer liest den Festführer? Ja, für das hast du ja Betreuer, für das hast du ja Coaches, oder? Ja, oder? Ja, dann sind sie schlecht betreut. Ja, dann gut. Halt. Aber ich habe es da nicht so gut gefunden. Ich habe den Zeitpunkt schlecht gewählt gefunden. Also gut. Nächsten Sonntag, innerschweizerisches Comeback von Joel Wicki. Über das werden wir am Montag diskutieren. Bis dann wünsche ich euch wunderbare Zeit.